Ich habe zu Hause ein Paket rumliegen und darauf werde ich erstmal einen Döner essen. Ich habe gerade meinen Döner aufgegessen und darauf werde ich erstmal ein Bier trinken. Geprost! Und jetzt werde ich erstmal ein paar Bierpowers machen gehen. Ich grüße Klaus Kinski. Ich grüße Lammlachs. Ich bin zurück und ich habe schon wieder Fanpass bekommen, beziehungsweise ist das eine Amazon-Wunschlisten-Mitbestellung. Und bevor ich diesen öffne, wollte ich euch sagen, dass das hier das wahrscheinlich letzte Video dieses Formates sein wird. Weil ich finde, dass dieses Format sich einfach zu doll mit den anderen Formaten unterscheiden tut. Und deswegen dachte ich, alle künftigen Zuschauerpakete und Amazon-Wunschlisten-Mitbestellungen in meinen normalen Videos mit hinein einzubinden. Also zum Beispiel, wenn ich von so einer Tour zurückkomme, dass zum Beispiel ein Paket dann am Ende des Videos geöffnet wird oder so. Oder irgendwo mittendrin im Video. Genau, das habe ich mir überlegt als Änderung. Nur damit du Bescheid wirst, dass dieses Format erstmal eingestellt wird. Aber ich trotzdem weiterhin Pakete öffne. Genau. Und darauf, dass das hier das wahrscheinlich letzte Video dieses Formates sein wird, werde ich jetzt dieses Paket hier öffnen. Ich weiß eigentlich schon bereits, was drin ist. Und das war vom Bestellpreis auch wirklich gar nicht ohne gewesen. Jawohl. Hier. Eine Soundkarte. Das ist eine richtige Vollfett-Soundkarte. Weil guck mal, ich habe Kopfhörer. Ich zeig die einmal ganz kurz. Und zwar habe ich hier hochwertige Studio-Kopfhörer mit 250 Ohm drin. Und für 250 Ohm muss auf jeden Fall zwingend eine Soundkarte drin sein, damit der volle Sound auch reinkommt. Weil ohne Soundkarte ist das vielleicht nur halb so stark und qualitativ hochwertig. Und ich habe ja seit Juni einen neuen PC und meine Soundkarte, die passte nicht rein. Deswegen musste eine neue her. Und deswegen, genau, ich freue mich dann ab heute so einen richtig guten Sound zu haben auf den Ohren. Ich werde das erstmal auspacken. Jawohl, so sieht die aus. Ich werde die dann gleich später anschließen und prüfen, wie sich das anhört. Ja, ich glaube, das ist ein Küchenbrenner, damit ich damit viel besser Feuer machen kann, wenn ich draußen unterwegs bin. Also mit mehr Dampf und sowas. Guck mal, wie das funktioniert. Ja genau, man muss da Gas reinmachen. Deswegen werde ich da jetzt Gas reinmachen. Naja, hab's verstanden, wie das funktioniert, dass man das auffüllen kann. Aber diese Gasflasche ist leer und das ist die letzte Gasflasche von dieser Art. Ich habe nur diese Primusflasche gerade, ich kann das nicht auffüllen, das ist scheiße. Muss ich beim nächsten Mal machen. Ich muss mir neue von diesen Gasflaschen bestellen. Auf jeden Fall. Dann kann ich das ja füllen. Und dann habe ich so einen richtigen Feuer. Also einen richtig hochwertigen Feuer. Weil manchmal habe ich Probleme mit dem Dings. Mit diesem Billigsturmfeuerzeug. Der geht manchmal nicht an. Und deswegen habe ich mir diese hier in die Liste reingepackt. Und man kann das Ding auch gut zum Kochen benutzen, wenn man irgendwie einfach mal was anbrennen möchte oder so. Genau deswegen ist das voll cool. Ich mag das. Jawohl, und das hier, das ist meine Lieblingshose, bloß in diese Farbe. Das ist dieselbe Hose, wie die ich sonst meistens anhabe, nur in dieser Farbe. Ich werde den jetzt anprobieren. Jawohl, diese Hose passt mir sehr gut, gefällt mir. Und das hier, das ist auch meine Lieblingshose, bloß in dieser Farbe, weil guck mal. Das ist dieselbe Hose wie diese hier. Bloß in einer anderen Farbe und das ist meine Lieblingshose. Deswegen ist das meine Lieblingshose in einer anderen Farbe. Und vor allem diese Hose hier, die ist auch sehr robust und sitzt auch sehr gut. Also nicht zu eng, nicht zu breit und finde ich, sieht gut aus. Perfekte Outdoor-Hose, also für mich zumindest. Also für jemand, der das ganze Jahr über kurze Hose rumrennt.
Ist das perfekt. Hier vorne sind so ein paar Zettel und ich gehe sehr davon aus, dass da Mitteilungen drin stehen. Deswegen prüfen, was da drauf steht. Und ja, ich glaube, ich muss die Zettel zensieren. Bevor, na gut, das hier, das ist nichts. Ja, hier ist noch ein Zettel. Das hier, das ist auch nichts. Hier ist noch ein Zettel. Und das ist auch nichts. Genau, diese drei Zettel, die muss ich zensieren. Ich habe gerade Zensur gemacht und auf diesem Zettel steht drauf: Ein Geschenk von Oliver W. und Moni. Buchsen kann immer gebrauchen. Von Oliver W. und Moni. Vielen Dank für diese Hose. Diese Hose wird ab jetzt so richtig benutzt. Ich werde die ganz oft anziehen. Definitiv ist auf jeden Fall... Ich freue mich über die Hose. Auf diesem Zettel steht drauf: Ein Geschenk von Oliver W. und Moni. Feuer und Flamme von Oliver W. und Moni. Vielen Dank für den Küchenbrenner. Der wird auf jeden Fall auch benutzt, aber ich muss erstmal die richtige Gasflasche holen. Und dann werde ich das so richtig benutzen. Und auf diesem Zettel steht drauf: Ein Geschenk von Oliver W. und Moni. Geiler Sound auf die Ohren von Oliver W. und Moni. Über die Soundkarte freue ich mich ganz besonders drauf. Und ich werde die auf jeden Fall jetzt gleich testen. Und vielen Dank für die Soundkarte. Ich habe die Soundkarte angeschlossen und prüfen, wie der Sound ist. So, ich habe gerade ein paar Songs gehört und ich muss wirklich sagen, das ist ein guter Kopfhörerverstärker. Endlich vibrieren wieder diese Kopfhörer, das habe ich schon vermisst. Auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Unterschied im Gegensatz zu ohne Kopfhörerverstärker. Der ist sehr vergleichbar wie mit meinem alten Kopfhörerverstärker, der, also mit meinem internen Kopfhörerverstärker, der aber in meinem neuen PC nicht reinpasst. Aber freut mich, jetzt habe ich endlich wieder genau diesen Sound, den ich schon vermisst habe. Also mit dieser vollen Lautstärke. Also wo so richtig Kraft reinkommt und sowas. Vor diesem Kopfhörerverstärker, den brauche ich nicht nur, um Musik zu hören, sondern auch, um Musik zu produzieren. Damit ich das besser hören kann beim Produzieren. Ich habe ja noch einen Musikkanal, der ist, den habe ich unten verlinkt. Oder beziehungsweise der ist auch unter Kanäle verlinkt. Da könnt ihr auch reinschauen. Und genau, jetzt habe ich endlich wieder diesen Sound, den ich schon vermisst habe. Vielen Dank für diese hochwertige Soundkarte. Die wird ab jetzt so richtig benutzt. Und das nächste Video ist mein 7 Forest Wild 7 Tage Selbstversuch ohne Gegenstände. Hier vorne ist die Playlist mit meinen ganzen bisherigen Fanpost-Öffnen-Videos verlinkt. In einer dieser Videos ist sogar Flüssigkeiten aus meiner Fanpost rausgespritzt. Hey, yeah!